Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und wir sind hier in so einem merkwürdigen Häuschen, keine Ahnung was hier ist, auf jeden Fall haben wir eine neue Waffe und so und oh Mann, nein, ich will jetzt nicht falschen Weg laufen, ich muss jetzt gucken, dass ich richtig laufe. Können wir nicht hier jetzt durch? Jetzt haben wir unser neues Werkzeug. Ich will ja nicht wieder zurücklaufen. Genau, ich glaube hier geht's eher weiter. Wie komme ich jetzt hier raus? Kann ich hier irgendwas öffnen? Kann ich hier hochklettern? Hier. Oder da. Ah, nee. Hm? Da. Wunderbar. Auf der Rückseite irgendwas? Nee, ich glaube nicht. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Fackel löschen. Halten Sie B. Oh. Man muss klettern. Hast du gehört? Ja. Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Ja. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist das hier geworden? Sam? Matthias? Sam! Sam! Scheiße! Oh, oh, oh. Na, wo? Wo, 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 wo? Oh, 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 oh. Wo? Oh, oh. Oh mein Gott. Hey, 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 ich habe geschossen. Und zwar mehrere Male habe ich gedrückt. Wie gemein. Oh. Ja, und das Ganze nochmal. Okay, vielleicht muss ich länger gedrückt halten oder so. Ja, komm.
Ganze nochmal. Hier war einer, da. Wo ist der Nächste? Noch mehr? Noch mehr Freunde? Hallo? Oh mein Gott! Mein kleiner Vogel. Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir. Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe. Nein, ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Roth. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Oh Gott, nicht ja. Nicht so schlimm. Also dann greifen sie ja noch die Wölfe an und Sam ist weg und... alles so merkwürdig. Jetzt ist auch noch ihr Fuß verletzt. Und was ich auch komisch finde, ist, dass die anderen irgendwie auftauchen und keiner redet mit ihr. Alle wieder weg irgendwie und sie ist schon wieder allein. Ist doch komisch. Ah, speichern wir mal zwischendurch. Sollte erledigt werden. Ja. Kann ich hier irgendwie anzünden, aber ich brauche... kann hier überall mir Feuer nehmen, aber ich brauche eine Fackel. Ich habe gar keine. Was ist das hier? Ein Tagebuch. Hier haben wir irgendwas. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Ja, wir bekommen auch von Sam sogar immer mal Notizen, was cool ist. Krass, dass Lara hier einfach so gerade wieder laufen kann. Wo sind die denn jetzt alle wieder? Also es ist so komisch. Nee, hier komme ich her. Mein Orientierungssinn ist nicht so gut. Deswegen laufe ich auch mal in die falsche Richtung. Und auch meine Quicktime-Geschichten sind nicht so besonders super. Aber mein Gott. So gut. Dann halt hier dran vorbei. Nehmen wir mal die Pfeile. Sind das genug? Ich sind wohl genug. Wenn ich hier oben lang laufe, wo komme ich dann hin? Hier oben, ich hab was gefunden. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen?
Man kann Bergungsgut, man kann halt alles Mögliche immer so mal finden. Man muss die Augen offen halten hier in den Wäldern. Auch da hinten links habe ich gerade was gesehen. Oh, 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 oh! Nein! Nein, 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 ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Ja, ist okay. Egal, egal. Ja, ich weiß. Es ist so peinlich. Ich habe gerade voll gar nicht mit dem blöden Wolf da gerechnet. Oh Mann, jetzt muss ich hier den Weg nochmal laufen. Es ist nicht passiert, ne? Es ist... Das klingt gar nicht gut. Ich lauf hier einfach nochmal lang. Ich muss das Schießen halt auch erstmal wieder üben. Oh. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Mhm. Noch eins dieser Geschichtchen von Sam. Und jetzt haben wir hier ein Grab, da gehe ich natürlich rein, weil die sind was Besonderes. Das sind sozusagen so kleine Extras in diesem Spiel. Aber wenn jetzt hier gleich Wölfe sind, dann ja, heruntergegrab und Grab des Abenteuers. Wenn wir die finden, ja, dann erweitert sich quasi Laras Horizont über diese ganze Insel, auf der wir irgendwie sind. Und dann, ja, ist sie halt der Tomb Raider. Wie kriege ich das jetzt angezündet? Geht die Fackel wieder aus, wenn ich da durchgehe. Haben wir die nicht automatisch? Glaslaternen. Schießen sie auf Glaslaternen, um sie zu zerstören und Feuer zu legen. Ach, so ist das. Okay. Dann machen wir das mal. So läuft das. Okay. Hab ich vergessen gehabt. Ja, optionales Grab. Grab des Abenteuers. Abenteuers. Klatsch. Das Wasser muss ja auch furchtbar eklig sein eigentlich. Wenn es hier so nie fließt oder so. Ja. Dann wollen wir das mal auch jetzt hier anfackeln. Müsste doch gehen. Genau. Aber warum ist hier überhaupt noch Feuer und wer zündet das alles an? Das könnte ich als Rampe benutzen. Ja dann, ab auf das komische Flugzeug, was hier irgendwann mal abgestürzt ist. Ist da aber auf dem Flügel noch was gewesen? Oh, hier können wir natürlich auch rüber. Aha. Fehlende Ausrüstung. Neues Equipment zum Öffnen erforderlich. Mhm. So, was habe ich hier? Pfeile. Und irgendwas, was ich anschießen kann. Mit diesen Kisten irgendwas machen? Hm. Nein, das war nicht gut. Ich dachte, ich könnte da ranspringen. Aber wie gesagt, es kann auch immer überall mal was zu finden sein. Manchmal ist es sogar gut, wenn man runterknallt. Weil, ja. Gibt auch immer mal so Verstecke. Naja, wie man das halt so kennt in den Tomb Raider-Spielen. Jetzt denke ich mir gerade, das Ding da oben könnte ich doch auch wieder anzünden. Ja, das zünde ich mal an. Diese komische Lampe hier. Dann fällt auch die Leiche runter.
Ja, und das ganze Ding. Super. Mhm. Ja, also voll daneben geklatscht. Echt, also war jetzt nicht so der erfolgreichste Part aller Zeiten, aber was soll's. Ich hab Spaß dran. Und wir entdecken die Insel und die Welt hier und ne? Genau. So soll's sein. Wie komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Komme ich hier hoch? Geh doch mal da. Kannst du hier hochspringen? Ich glaube, das... Ja, kannst du. Super. Ach ja. Ja, komm. So. Geht doch. So. Krach. Bumm. Es muss einen Weg geben, ihn nach oben zu ziehen. Einer mehr müsste reichen. Mhm. Was haben wir hier? Aha, jetzt kann ich das da rauf werfen, was mir aber nichts bringt. Also nehme ich das Lämpchen nochmal in die Hand und werfe es jetzt wohin? Schön hier rauf, einfach irgendwo hin. Hat das was gebracht? Ich nehme das mal nochmal. Ups. Ja, ich werde mit der Lampe schon noch irgendwas anstellen können. Weil ich, ja, weil ich komme da nicht hin. So. Das ist schön. Jetzt hat das da... Mal, kann ich hier nicht einfach mal so rüberjumpen? Natürlich passiert ihr nichts. Ist ja Lara. Aber was ist, hat das jetzt damit auf sich? Kann ich das Seil jetzt hier irgendwie anzünden? Oder kann ich hier jetzt doch... Ja, kann ich. Kann ranspringen. Okay. Sehr gut. Ja, so ein bisschen Rätsel gibt es auch, wie man sieht. Mhm. Was jetzt? Jetzt kannst du hier rauf und weiß auch nicht. Mhm. Ganz toll. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Geh sonst erstmal runter. Hm. Aber wo? Jetzt mal runter. Dann geh ich nochmal hier hoch. Hopp, hopp, hopp. Ich habe ja immer noch das Ding. Muss ja zu irgendwas gut sein. Kann ich das da rein... plumpsen lassen ins Flugzeug. Das war's. Haha. Geht doch. Sie sagt, das war's, aber was, wie ist jetzt der beste Weg dahin? Für mich. Einfach mal so hier rauf. Kann ich hier rauf? Nein. Schön ins Wasser geplatscht. Ja, hoch mit. Oh, oh, oh. Das ist doof hier an der Stelle. Das bringt mir nichts.
Nein, nicht ins Feuer. Oh Gott. Ah ja, der Bildschirm wird so ein bisschen blutig. Was ja heißt, dass ich hier gerade zu nah ans Feuer gelaufen bin. Ja, schön. Ich kletter hier immer nach oben, weil ich hoffe, dass ich hier so einen besseren Ausblick habe, wo ich jetzt eigentlich langlaufen soll. Ja, wunderbar. Ich bin ja wieder hier an der Stelle. Ich bin immer an derselben Stelle. Oder? Ja. Und hier wieder. Hm. Bringt mir das denn, wenn ich hier auf das Ding raufgehe? Bringt mir das irgendwie was? Kann ich da ein Seil oder so? Nee. Aua. Ich gehe das Risiko immer ein, ne? Ich habe jetzt nicht hier groß Angst um sie, sonst würde ich natürlich nicht so springen. Weil man sieht ja, sie erholt sich auch wieder. Also. ja, ich stelle mich gerade doof an. Ich weiß, ich gehe ich mal die Rampe da hoch. Wenn ich kann, kann ich hier jetzt hoch? Ah. Komme ich hier? Nee, hier war ich doch auch schon. Kann ich hier jetzt lang? Da könnte ich auch so hinklettern. Dafür ist der Flügel, da wäre ich auch so hingekommen. Ah, aber ich kann hier vielleicht rauf und da dann reinspringen. Doch, das müsste doch gehen. Vielleicht habe ich das noch nicht gesehen. Jawohl! Ja gut, das geht ja doch. Geht. Geht. Man muss es nur ausprobieren. Und jetzt kommen wir da auch oben hin. Wunderbar. Unsere erste Schatzkammer, Grab durchsucht, Grab des Abenteurers gemeistert. Juppie, jetzt habe ich es geschafft. Als kluges Köpfchen würde ich mich in diesem Part eigentlich eher nicht so betiteln. Aber immerhin, trotzdem habe ich eine Errungenschaft bekommen. Und, was nun? Yay! Der schnelle Weg zurück, würde ich mal meinen. Ziemlich cool. Bevor man hier endlose Wege langläuft, geht's auch so. Und so geht es wieder zurück zu den, zum Weg zu dem anderen, denn wir wurden ja auch gerufen. Ja, und das war jetzt ein Part mit unserem ersten Grab. Hat jetzt ein Weilchen gedauert, aber ja, kannst du mal ein bisschen schneller gehen hier? Warum duckst du dich denn eigentlich so? Weiß auch nicht. Sie geht halt immer langsam und geduckt in solchen Gräbern. Ja, jetzt laufen wir wieder. Schön. Wir sind wieder draußen. Das war das erste Grab. Ich freue mich darüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Part mit Lara Croft Tomb Raider. Bis dann.